Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Life in the Woods. Ich habe mir meine Spitzhacke wiederhergestellt, einen Atlas und die Tasche. Habe ich ja gesagt, dass ich das machen werde. Das ist ja nur das, was ich wieder haben wollte. Die Rüstung kann man sich nicht herstellen, so wie ich sie hatte. Ja. Wir haben zwar noch einen besonderen Helm und Schwimmflügel. Gucken wir mal, was die so können. Atmung 3. Tempel der... Ich glaube, das kann man noch vorlesen. Schutz und Haltbarkeit 2. Haltbarkeit 2 und Schutz. Okay. Naja. Gut. Eisen haben wir ja letztes Mal nicht verloren. Schon mal gucken, ob wir jetzt nicht uns mal gerade eine Spitzhacke herstellen können. Ach, machen jetzt erstmal weiter. Ach so, das haben wir alles hier reingetan. Das ist ja wunderbar. Hier haben wir noch einen Pierbaum. Schüssel. Ein Hammer auch noch, alles klar. Ja, hier haben wir alles weggeräumt. Naja, finden wir noch, werden wir noch irgendwann mal finden und da machen wir uns jetzt keine Gedanken drüber. Oder nicht so viele. Wenn wir demnächst einfach ohne alles nur eine Spitzhacke reingehen. Aber auch auf friedlich und dann werden wir abbauen und wenn wir dann verkacken, dann ne, müssen wir uns nicht so ärgern. Oder wie seht ihr das? Was wollte ich denn? Ja, ich wollte jetzt eigentlich da die Schweineställe da weiterbauen. Falls ich das noch nicht gesagt habe, hallo und herzlich willkommen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Life in the Woods. Und ja, jetzt zeige ich euch mal das, was wir, wo wir letztes Mal dran gebaut haben, den Tempel. Jetzt in Gänze. Ja, um die Leitern traurig ich nicht, aber um die Rüstung traurig. So, ich hatte hier noch das so verdeckt, so wie ich das gesagt hatte. Dann habe ich hier da diese Glasscheiben reingemacht und hier noch ein paar Türen reingemacht. Und ich glaube, das hat man aber letztes Mal schon gemacht. Naja. Aber auf jeden Fall sieht es schön aus. Da, hier steht doch, glaube ich, auch eine Werkbank, oder? Ja. Könnte man ja hier, wenn wir Holz geformt hätten. Ich will mal gerade was gucken. Kann man das einfach, kann man die einfach so hin? Nee, die kann man nicht einfach so hinsetzen. Kann man die hier auch nicht? Kann man die auf normaler Erde hinsetzen? Oder brauchen wir da Netherstein für? Oder... Ich habe gedacht, die Dinger leuchten vielleicht. Ach, hier kann man die hinstellen. Okay. Gut. Und was kann man damit anstellen alles? Wie heißen die Dinger? Na, Glimmerling. Mal gucken wir doch uns mal an, was wir damit anstellen können. Glitzermelone. Einfach nur eine Blume, aber... naja. Tun wir sie mal dahin, wo wir sie öfters sehen sollten. Ich weiß ja nicht, was die anstellt, dann... Oh, da sehe ich die mal hier. Wir müssen Holz und dann müssen wir uns erstmal eine Dings herstellen. Und jetzt zeige ich euch mal. Jetzt hört man auch das Portal die ganze Zeit. Naja. Naja, ich glaube. Naja, wenn es da Wasser gibt, dann könnte man auch mit Wasser in die Dings gehen, oder? Hier hatte ich die Zäune ein bisschen umgebaut gehabt.
Das hat die Bewandtnis, dass ich hier ein Dach drüber bauen möchte. Gerade mal ein bisschen Holz, was wir gebrauchen können. Aber es läuft irgendwie besser. Habe ich den Anschein, was jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber es läuft auf jeden Fall flüssiger. Naja. Wir haben auch diese Dingsbums verloren, ne? Wie heißt es denn? Ich will den Baum hier nicht unbedingt stehen haben, hier in dem chinesischen... Okay, das geht hier nicht. Das hat man zwar schon mal rausgefunden, aber naja. So, was wollte ich denn jetzt sagen? Also ich habe ja hier die Stelle gebaut. So, jetzt wollte ich hier Holz sammeln, dass man hier nochmal Stämme hoch und hoch und hoch. Und dass man dann ein Dach über hier die über die Kühe, die Schafe und die Schweine machen können. Und vielleicht finden wir ja demnächst auch nochmal ein paar, Dingsbums. Wie heißen die Dinger denn jetzt? Hühnchen da. Weißt du Bescheid? So. Jetzt gehen wir uns erstmal die Sachen bauen. Und natürlich, wo ich dann natürlich ausgerastet wäre, wenn ich, so wie ich sonst auch immer ausraste, habe ich da ein paar Stelzen dran gebaut oder ein paar Unterstützungen, dass das so real aussieht. Aber so sieht er doch sehr geil aus. Oder was sagt ihr dazu? So, ich zoome nochmal dran. Oder? Dann kann man doch machen, oder? Ja, finde ich auch. Naja, vielleicht gehen wir erstmal später in den Nether oder so. Mal gucken. Was man noch machen könnten, wäre die Spitzhacke, hat man ja nur wegen dem Dings da, wegen dem Obsidian überhaupt gefarmt. Zusammengebaut. Dann gehen wir gerade hier weg. Ne, das brauchen wir ja. Müssen wir auch irgendwann mal nochmal so ein paar Kisten da bauen, so Spezialkisten da. Jetzt kein Shift-Link-Klick machen, so wie sonst immer. Dass wir direkt 4, 5 Äxte haben oder so. Ja, ein paar Äxte zu haben ist ja nicht schlimm. So, das Eisen packen wir jetzt wieder weg. Nur aus Sicherheitsgründen, von mir selber. Och, geht, tu doch die fucking Axt da. Tut mir leid, aber da würde ich langsam ein bisschen wütend drüber. So, ein paar, ach ja, Glas haben wir hier, alles cool. Gut, dann holen wir uns jetzt ein bisschen Holz. Ich bin sonst nicht immer so genervt, aber das ärgert mich schon wegen dem, weil wir da reingekommen, weil wir da kaputt gegangen sind. So. Und die ganzen Knochen, die wir gefarmt haben, naja. Malachit habe ich, glaube ich, weggeräumt. Wäre nett, wenn wir den weggeräumt hätten, ja. Ich würde mich nur freuen, wenn man da draußen ein Schwert machen könnte. Weil sonst ist ja ziemlich nutzlos, weil man da nur Blöcke rausmachen kann. Oder man kann ihn vielleicht hier in unserem Dorf da, oder in dem Dorf, was man da, wir haben ja mehrere Dörfer hier in der Nähe. Naja, kann man nochmal alles entdecken. Was soll das? Ich will da so ein Dach drüber bauen. Warte mal. Wollen wir jetzt wieder, aber auf jeden Fall sieht man den da oben, nur das sieht ein bisschen doof aus. Sieht das denn schlimm aus, wenn man da bei Erde drumherum macht? Oder so ein bisschen zumindest? Naja, vielleicht passe ich den einfach nochmal an. Ich hatte das zwar schon vorletzten Mal erzählt, dass ich das tue, aber ich bin mir nicht ganz schlüssig geworden.
können wir mal gerade gucken, ob wir noch irgendwo ein paar Zäune haben. Sonst können wir gerne noch, gehen wir nochmal zurück. Weil ansonsten kann man das Dach auch aus Heu machen. Aber das dauert dann zu lange. Naja, gucken wir mal. Ja, aus Stroh. Was wollte ich denn gucken? Ob wir noch die Malachit haben und ob wir... Hier sind keine grünen Steinchen, also haben wir sie hier nicht drin. Und hier auch nicht. Nein, okay, dann haben wir sie verloren. Naja, das ja ungefähr, wo der Eingang ist. Den hätten wir vielleicht, naja, markieren sollen. Machen wir einfach weiter jetzt hier und nicht hier Trübsal blasen, weil sonst, weiß ich, können wir uns direkt vergessen. Was wollte ich jetzt? Wollte nach Zäunen gucken, ne? Dann gehen wir einfach mal eine Etage tiefer zu dem Netherportal. Da. Flamme jetzt? 12 Stück, naja. Naja. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Achso, so viel hoch. Aber das Schwert war auch super gewesen, ne? Naja. Was soll's? Oh, sorry. Den Bambus wollte ich nicht abbauen. Ja, komm. Was denn hier los? Hat's wenigstens ein Ei fallen lassen, ne? Ups, was habe ich denn hier stehen? Ich glaube, da kann man nichts mitmachen, ne? Herstellung grün. Ne, grüner Farbstoff, ja, das ist ja sehr. Erquickend. Ach ja. Wieso laufe ich jetzt wieder. Ach ne, wir können doch hier die Früchte essen. Was laufe ich denn eigentlich jedes Mal wieder ganz zurück? So. Ein paar Kirschis. Was haben wir hier? Birnchen. Limönchen. Und besondere Leckerbissen. Peaches. Die Dreck in die Tierfisch stürzen, wie wir. So, lecken Kirschen essen. Da können wir auch gut aus dem ganzen Zeug mal einen Obstsalat machen, ne? Mit den Beeren haben wir das ja schon mal geschafft, oder gemacht. Übrigens, auf meinem Kanal gibt es natürlich auch The Witcher 3 Wild Hunt. Falls euch noch nicht aufgefallen ist oder so. Im Hintergrund läuft Blade... yo. Tschüssene. Das sollte ich irgendwann mal einfach mal zubauen. So. So. Wie hoch macht man denn sowas? Machen wir erstmal überall was. Wenn wir da überhaupt damit auskommen. Die sollten wir dann auch nochmal füttern, die ganzen Tiere. Lassen die Hühner eigentlich einfach so Eier fallen oder wie war das nochmal? Ne,
jetzt ein bisschen doof, wenn die jetzt nur so eins hoch sind, ne? Müssen wir doch ein bisschen Holzfarmen gehen. Ich hoffe, die anderen lachen, die hier aus, die hier drin sitzen. Zum Beispiel wie das hier. Hallo. Gerade noch so geredet. Gerade noch so geredet. Ach man, mich juckt überall. Ich muss mich mal morgen wieder waschen. Hui. Früher habe ich mich jeden Tag gewaschen, wo ich gearbeitet habe. Musste man ja dann auch, wenn man gearbeitet hat. Und die anderen haben einen am Arbeiten lassen und die anderen haben einen nur zugucken lassen. Manche. Weißt du, die haben. Du hast dann die schwere Arbeit gemacht und wenn es dann irgendwas zum Lernen oder zum besonders machen ging, dann gewöhnliche goldene Nässe. Aber da kriegen wir keinen Schaden von. Hab ich irgendwas gesagt? Ja, ja, komm. Halt's Maul. Ich bin da reingelaufen, ja. Ich glaube, dann gehen wir lieber erkunden, statt mal dann nochmal in den Nether gehen, außer für Quarz, aber dann müssen wir richtig aufpassen. Was ist denn Glimmerling? Einfach so eine Blume oder was? Oder ist das was Neues wie eine. Für die Tränke dazu machen oder. Was mich nur interessiert ist jetzt, wie viel Heu wir da stehen haben und wie viele Blöcke wir daraus bekommen. Ich glaube, da kriegen wir doch ein paar Zäune jetzt mit rausgemacht, oder? Ja. Wir brauchen ja immer nur Stöcke dafür. Ja, okay, gut. Entlure, 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 entlure. So drei oder so müssen wir das schon hoch machen und dann verbinden wir die ganzen Dinge. Das habe ich irgendwo gesehen und fand das da nicht schlecht aus. Weil ich mir überlegen wollte, dass das alles ein bisschen hübscher aussieht. Das war ja alles so verstreut und eine Etage höher und dann so schräg rüber die Stelle. Wäre nicht schlecht, wenn die alle. Darum habe ich die alle so in die Reihe schon mal gestellt und dann kann man jetzt da. Was haben wir jetzt schon wieder ein Setzling abgebaut? Wollen wir den jetzt einfach. Ja, die will ich nicht unbedingt haben. Was haben wir denn hier? Was ist das denn nochmal? Blätter. Ja, keine Ahnung. Bauen wir das mal schnell? Ich habe irgendwo noch Pistazien gefunden und Peaches haben wir doch schon. Oder habe ich nur naja. Dann habe ich halt nur Pistazien gefunden. Wäre ja auch interessant, aber wir sollten auch irgendwann mal da was draus kochen, ne? Das wäre auch nicht verkehrt. Wollen wir gerade was gucken, ob wir das dabei ob wir das hätten und dass wir das herstellen könnten. Weil wir müssen ja aus dem Honig auch mal richtigen Honig machen. Was ist das hier? Presser. Presser, ist das. Kolben. Eisen, Holz, Cobblestone. Richtig? Hätten wir alles da? Naja, gucken wir uns mal das mal an. Wenn wir einen haben, dann
gucken wir mal. Wir brauchen Redstone. Ist ja egal wie viel. Wir brauchen da was von. Wir brauchen egal welchen Cobblestone und wir brauchen Holz eigentlich hier. Ne, warte. Hier unten haben wir Holz. Dann brauchen wir mal zwei Kolben. Ach, nimm einfach mal. So. Machen wir hier erstmal Holz draus. Dann hier hoch wieder. Ich will das einfach nochmal haben, dass man das einfach mal haben. So, fertig. Da kann man Milch, warte mal, was kann man machen? Käse, Tofu und alles so ein Gedöns. So. Oder so. Gut, dann. Ein Eisen. Achso, wir brauchen ja zwei, ne? Ach komm. So. Dann brauchen wir hier. So, so kann man es nicht verdunnen. Dann brauchen wir noch Holz. Und dann haben wir einen Kolben und zwei. Gut. Und schon haben wir wieder aus heiterem Himmel Nacht. So, dann tun wir hier mal die Kolben rein. Dann tun wir hier mal links und rechts ein bisschen Eisen hin. Und dann haben wir eine Presse. Ich hoffe, das ist das, was ich gedenke zu denken, dass das es ist. Dann stellen wir den mal hier gerade hin. Das kacke ich mir gleich in die... Ne, das ist der... Oh, gerade. Gerade hatte ich einen Herzinfarkt. Dann könnten wir nämlich... Hier, pass auf, dann zeige ich euch das mal gerade schnell. Kommt drauf an, wo wir den Honig jetzt haben. Da. Nehmen wir mal das. So. Dann kann man nämlich in den Presser jetzt hier... den Honig hier reinmachen. Und dann, wenn wir gleich aufwachen, ist da Honig drin. Ja. Haben wir den auch mal gebaut. Den kann man ja immer gebrauchen. Das gehört zu dem Texture-Pack, Modpack dazu, das zu bauen. Und da hat man keinen was nachgemacht, weil man das ja einfach machen muss. Also machen könnte, wenn man wollte. Und wenn man das Gleiche haben will oder so. Ne? So, jetzt haben wir hier puren Honig. Den wir dann auch unten einsortieren können. Aber, Moment. Wir holen uns jetzt mal eine Sojabohne. Eine? Haben wir jetzt eine? Oder haben, ja, eine. Nur mal, um zu gucken, wie man das nochmal macht. Dann tut man die hier oben rein. Wartet. Sie fertig ist. Und dann hat man hier Sojamilch. Dann tut man die hier wieder oben rein. Ja, richtig, war richtig. Und dann hat man hier Seidentofu. Dann tut man den nochmal hier durch die Presse jagen. Und dann hat man hier Firmtofu oder gepressten Tofu oder Blocktofu oder weiß ich Tofu. Und dann kann man daraus... glaube ich hier sogar mit? Oder wie war ich das? Nee. Warte mal. Ja komm, flutsch wieder rein.
Ja, das kriegen wir schon alles hin. Aber auf jeden Fall mal jetzt eine Presse und dann aus dem Honig kann man dann leer Honig machen und aus dem. Ja, da weiß ich schon. So, dann kann man das hier direkt mal einsortieren. Und den Tofu hier auch. Kann man auch einsortieren. Könnte man. So, das sortieren wir oben ein. Dann machen wir uns noch spezielle Kisten. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Ja. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir jetzt mal die Presse gebaut haben und daraus dann auch noch viele neue Sachen machen können. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch euer Dragon Soul. Ciao.